Hey und hi. Wir haben ja gestern Wahl gehabt, jetzt wahrscheinlich mitgekriegt habt. Und jetzt bin ich schon seit 4 in der Früh munter, weil ich so spinnend übertraut bin. Ich habe einen Liter Kaffee gesoffen, muss ich das sagen. Und dann dachte ich, ja, entweder bastel dir jetzt ein Danke-Button mit meinem Büdel, weil es so cool war gestern, oder ich mach mal ganz was anderes. Und ich habe mich für Zweites entschieden und schicke euch so eine kleine Botschaft. Aber ich möchte nicht lange aufhalten. Ich würde sagen, dass das Wahnsinn war gestern, dass natürlich alle Erwartungen übertroffen hat. Ja, ein bisschen unbeschreiblich. Wir haben ja nicht so genau gewusst, was da auf uns zukommt und mit was man rechnen kann. Und wo hoffen ist ein kleiner Ort und wahrscheinlich nicht so grünlastig von Haus aus. Haben wir ja im Voraus ein bisschen leidvoll zum Teil, speziell mein Kollege der Bernhard, mit erleben müssen. Und auch beim Auszählen gestern sind die Stesserl immer größer geworden von den Grünen, hat mein Kollege der Manuel, der gestern mit mir erzählt hat, gesagt oder mich darauf hingewiesen, dass sie immer weiter wachsen und die SPÖ leider nicht so stark gewachsen sind. Das tut mir wirklich leid. Ja, ich habe es bis zum Schluss eigentlich nicht so wirklich geglaubt und dann tatsächlich beim Auszählen, und es war auch alles knapp, muss man echt sagen. Also ich glaube, auf 3 Stimmen waren wir mit der FPÖ beisammen. Wir haben 3 Stimmen mehr, aber sagen wir mal, es ist ex aequo. Zweiter Platz in Oberhofen. Also danke, das ist schon mal sehr, sehr cool. Was ich echt sagen. Dass wir jetzt nicht die Füße hochlagern und wie unsere nette Bürgermeisterin Elise, hallo, gesagt hat, nur mit Worthülsen um uns schmeißen, sondern das auch in Taten umsetzen. Das werden wir sehr schnell anfangen. Treffen uns bald und machen uns ein bisschen einen Plan, wie das weitergeht und wie wir da die Arbeit am besten anfangen. Natürlich mit den grünen Basics wie erneuerbare Energien, Biodiversität, Bodenverbrauch, das ist ein Thema, worum wir uns kümmern wollen. Aber auch die Kommunikation in der Gemeinde, was ist vielleicht schon ein bisschen lästig und ist immer wiederhole. Und viele glauben es auch nicht, dass das ein Thema ist. Ich glaube schon und ja, dass einfach die Leute oder die Bevölkerung oder ihr da draußen alle besser eingebunden gehört und nicht nur die paar Gemeinderat, Hansl, Entschuldigung, aber jetzt gehöre ich selber dazu, das machen lasst. Sondern das in Form von Bürgerbeteiligung, Agenda 21, diese Geschichten einfach mehr mit eingebunden werdet und da bitte jetzt an dieser Stelle auch schon aktiv mit tun dürft. Gestern ist sie leider keine Wahlparty mit dem Gemeinderat im Ausgange, aber die werden wir auch nachholen. Das hat mich sehr gefreut, dass die Idee gegeben hat. Oder wollten sie noch ein Bier, ich weiß nicht. Wir haben die dann beim Gerd und bei der Kerstin gemacht und danke auch für die Bewirtung. Auch über die ganzen letzten Monate haben wir uns da sehr oft getroffen und konspirative Sitzungen abgehalten. Danke an Bernhard, Norbert, Linda, Franz, Eva, war gestern auch noch dabei und natürlich meine liebe Frau, die das mit seinem Narrischen ausreiten muss, der jetzt wieder irgendwas macht, was nicht weniger wird, nicht weniger Arbeit. Ja, das war's schon. Es ist schon 4 Minuten. Danke. Ihr könnt es natürlich, wenn das, ihr das teilenwert findet, teilen oder auch weiter sagen an Leute, die nicht auf WhatsApp, Facebook und diesen ganzen komischen Dingen sind, dass ich mich voll freue und dass ich Danke sage und dass wir für jeden von den 153 Menschen, die uns da die Stimme gegeben haben, uns wirklich ins Zeug legen werden. Und da in Oberhofen was bewegen. Danke und eine schöne Woche. Ciao.